Hallo Freunde, willkommen zurück auf dem Mars. Ihr seht, ich bin gerade am Heu einholen. Ich habe ein Feld Gras, habe ich schon drin, das sind jetzt zwei Felder Heu, die noch reinkommen. Das muss ab und zu gemacht werden, ich brauche das Heu für die Kühe, für die Mischration und das Gras für die Schafe. So, der darf jetzt das reinfahren, da ist das Grasfeld, was leer ist. Da sind unsere Bienen, die wir mehr Geld zwischendurch machen. Du hast gerade Pause. So, wie sieht es gerade aus? Meine Bäume habe ich alle. Da brauche ich nicht mehr drum zu kümmern. Gerste reicht immer noch nicht. Also angepflanzt habe ich jetzt... die Gerste habe ich... falsche Richtung. Heimat. Das sind die vielen Felder für Gerste. Da kommt jetzt ja wieder dran. Ich habe jetzt wieder Mais angepflanzt und hier meine Sonnenblumen. Die habe ich jetzt wieder reingeholt, werde wieder angepflanzt. Gerste genauso. Ich habe mein Weizen voll. Sonnenblumen. Es geht unheimlich langsam. Mais auch. Die Ausbeute ist nie groß. Auch wenn es riesen Felder sind. Kartoffeln und Zuckerrüben sind klar. Haben wir schon. Zuckerrohr auch. Ja, Stroh können wir nicht rechnen, klar. Heugras, das sind keine Früchte, das ist einfach nur. Ja, Nebensachen, keine Ahnung. Das haben wir so, weil Tiere können wir nicht rechnen, weil Tiere sterben zwischendurch. Ich habe zwei Wildtiere, aber was bringt's? Tiere, wie mir gedacht, werde ich jetzt durchziehen bis zum Schluss und kurz vorher verkaufen, neue kaufen, fertig. Ist der Stall voll. Wir sind jetzt im Jahr 9, laut dem Kalendermod. Keine Ahnung, wann er angefangen hat. Ich war erst bei Jahr 6 vielleicht. Aber vielleicht vertue ich mich auch. Das heißt in dem Fall, ich werde jetzt mal nach den Tieren schauen. Denn 9 Jahre ist auch schon wieder lang. Gut, so lange alte die Tiere noch nicht, aber man muss ab und zu auch mal welche rausschmeißen. So, und dann noch 1500 kosten die hauptsächlich die teuren. Und meine sind wert 1000. Heißt, stehen lassen. Noch zu früh. Ich will ja keinen Verlust machen. Das machen wir jetzt bei allen Stellen. Schauen, wo wir es rausschmeißen können und wo wir neue kaufen können. Damit sie weiterläuft, denn alte Tiere geben ja auch nochmal keine Milch mehr. Oder was so Tiere so geben. Nach hier sind wir bei 1000. Das ist nicht viel. Also. Also können wir keine Kühe verkaufen, sagen wir es mal so. Hühner ist eigentlich egal, weil die geben sonst auch nichts, da kommt ja nicht mehr rum. €25, die Teuren kommen 50. Also, wir haben das irgendwann mal gemacht und ich habe es vergessen, oder wie? Das kann nicht wahr sein. Aber die ganzen Tiere, was haben die letztes Mal gemacht? Ich habe jetzt gedacht, ich kann jetzt große Tiere verkaufen, Geld machen. €488 das höchste. Und ich habe 820.
Wie alt? 60 Monate. Wie alt wird so ein Schaf? So, dann kaufen wir das Neue. Wir machen es uns einfach. Ich kaufe die jetzt. Es reichen ja junge Tiere. Die bleiben jetzt bis 18. Jahr oder 19. Jahr, dann doch schon wieder aus. Bis dahin sollten sie größer sein. Ich habe doch die teuren gekauft. Mir jetzt vertan. Ich wollte die billigen kaufen. Gut, egal. Machen wir da. Lassen wir mal am nächsten Mal. Es gibt keine Millionen dadurch. Also das kann man sich abschminken. Ich glaube, ich mache mal mehr Geld mit der Wolle. Aber wir haben 5 Millionen, das ist eigentlich auch egal. Sind nur 5, okay. Das mache ich hier genauso. Und über die Jungtiere. Einfach mal was durchgehen. Dann, wie gesagt, viel Geld gibt es nicht, aber wir haben jetzt die Jungtiere und die können jetzt also ein paar Jahre da bleiben. Jetzt haben wir da hinten noch Schafe und dann gehen wir noch zu den Schweinen und gucken, ob die was bringen. Hält am meisten aus. Also ich habe ja keinen Anreiz außer diese Mission. Das heißt, ich spule 2 Monate vor und dann muss man sich um die Tiere kümmern. Das zieht sich. Also Tiere füttern ist ja noch das Einfachste. Aber da müssen wir Güter wegbringen, Milch verkaufen, Eier wegbringen, Wolle wegbringen. Sich um die Schweine kümmern. Ja, auch nur, wie gesagt, Geld bringen, wenn man sie verkauft. Mehr bringen die ja nicht. So. Dann sind wir mit den Schafen fertig. Und schon müssen wir speichern. So, sonst bleiben jetzt die Schweine. Da schauen wir mal. Warte mal, zwischendurch sollen wir mal schauen, wo mein. Ah, du bist noch am Wegfall. Ich dachte, du wärst fertig. Mein Gott, brauchst du so lange. Entschuldigung. Ich habe gedacht, der wäre schon lange leer wieder. Ja, das Licht an meinem Autodrive-Kurs ist ungünstig angelegt. Ist nicht viel.
Du, das letzte brauchen wir nicht, das ist zu wenig. Also, ich höre jetzt meine Maus, Entschuldigung. Ich habe gedacht, ich habe mir leise gekauft, aber die ist genauso laut wie die andere. Aber irgendjemand hat mir geschrieben, das beruhigt ihn, das Klackern. Kann's nicht nachvollziehen. Also wir sind voll. Noch einen Stall und dann sind wir durch. Ich war echt der Meinung, die sind mehr wert jetzt, die Tiere. Ich hätte da jetzt Gewinn gemacht, großartig auch. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, was ich das letzte Mal gemacht habe. Die sind zu billig, das geht nicht. So. Und dann sind wir durch bei den Tieren. So bin ich auch immer wieder dran. Mal schauen, wie wir es verkaufen. Hinten seht ihr mal einen Wald. Ich sehe schon, immer nach 20 Jahren kommt dann leider Mission verpasst. Ein Baum fehlt oder irgend sowas. Man kann es nicht nachprüfen, man hat keinen Überblick. Das ist das, was mich ärgert. Keine Anzeige, wie viel habe ich denn jetzt schon? So, du bist wieder auf dem Weg. Dann kann ich dich aber hier übernehmen. Ich weiß, bei der neuen Version Mars 2.0 ist das anders. Da gibt es wohl diese Anzeige, aber ich fange dafür nicht wieder von vorne an. Das spare ich mir, das muss nicht sein. Ich gucke, dass diese Mission, diese 20 Jahre rumkriege bis November. Ich befürchte mal, dass dann kein Abschluss kommt, dann hat man das einfach und ob man es hat oder nicht, wird es auch egal sein. Wird kein Feuerwerk kommen, denke ich mal. Aber ist egal, ich weiß es, ich habe es dann durchprobiert und ich werde es nicht nochmal machen.
Nee, keine 20 Jahre. Jemand kommt und sagt, 10 Jahre. Kriegt man rum, die hätte ich ja da. Bald, ich habe ja 9, hätte ich ja. Ich bin im 9. Was mich auch ärgert, weil die Zeitumstellung ist Januar. Aber auch nur, wenn man ein neues Spiel anfängt, da rechnet der. Wenn man im Dezember spielt und Januar bis Februar spielt, da ändert sich gar nichts. Erst wenn das Spiel neu geladen wird, sagt dieser Zeitumstellung. Ich bin aber angefangen im August mit dem Spiel. Also müsste im 21. Jahr die 20 Jahre rum sein. Weil wäre er gewusst im ersten Jahr, dann wäre das im 21. Jahr. Wobei, wie gesagt, ich dem Mod nicht unbedingt traue, weil ich 2, 3, 4 Jahre hinterher bin, eigentlich vom Denken her. In dem Spiel, nicht im realen Leben. Aber, na, geht egal. Also, wie gesagt, wir werden es sehen. Ich werde es gucken, dass ich durchziehe. Deswegen, ich muss noch einige spulen. Denn mehr ist es nicht. Man macht seine Arbeit. Ich mache es immer so 2 Monate vorspulen. Zwischendurch verkaufe ich Holz. Damit ich das ganze Holz wegkriege, was ich da weggemacht hatte. Das geht ja auch nur stückweise, weil ich nicht alles auf einmal verkaufen kann. Es geht jeden Tag in eine bestimmte Menge. Und wie gesagt, alle 2 Monate sich um die Tiere kümmern. Gucken, wann man düngen muss zwischendurch und säen. Ernten, grubbern und wieder von vorne. Und dann mache ich jetzt nicht jedes Mal wieder ein Video. Das haben wir jetzt 2, 3 Mal gemacht überall. Es wiederholt sich. Aber ich habe jetzt gedacht, das mit den Tieren ist interessant. Das ziehen wir mal eben durch. Und nebenbei mache ich meinen Ladewagen voll. Die sind so breit, die Schwalbe ist so breit, weil ich einfach nicht Schwarte. Ich gehe einfach, ich mache es einmal mit Schwarte, bleibe im Gras, gehe mit dem Wender drüber und dann fahre ich das einfach ein, auch eben 2 Mal fahren. Mit dem Schwarte drüber muss ich auch einmal mehr fahren, einmal Schwarte, dann fahre ich 2 Mal im Ladewagen. Das ist das gleiche. Gleicher Aufwand. So, du bist auch voll wieder. Ich kann jetzt nichts rüberbringen in den anderen, ne? In das andere Silo. 600.000, 300.000, 500.000. Denn ich habe ja noch ein anderes Silo gemacht extra. Die Gesamtanzeige, er zeigt nur die Gesamtanzeige an alles. Das ist schade. Dieses Fahrzeug, hallo, wo ist mein Silo? Da. Hier habe ich die Sachen für die Mission. Also Kartoffeln, Zuckerrüben, Zuckerrohrweizen. Das ist fertig. Da fehlen mir noch 2, das ist aber kein Problem. Wie gesagt, Mais und Sonnenblumen bin ich dran. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, heute Hafer zu kaufen. Hafer kann ich kaufen, da kann ich auch die 800, 600.000 kaufen oder 800.000. Habe ich es auch, aber warum? Was soll ich? Ich bin jetzt und so dabei. Wenn ich eins kaufe, ich muss so also 2 machen, kann ich auch 2 andere machen. Sonnenblumen ist unheimlich wenig. Mais ist, ja, vielleicht kriege ich es jetzt zusammen beim nächsten Mal. Schauen wir mal. Gut, Gerste ist ein Problem, weil ich davon auch, damit auch die Hühner fütter. Da geht immer wieder was von ab. Kühe, klar, das Gras, Silage, Heu, Stroh, das kriegen wir so zusammen. Schweinefutter kaufe ich. Das kaufe ich zu und das war's. Aber ich denke,
Ich bin in ein bisschen Gras, beim Heu reinholen. Ich melde mich wieder ins was Interessantes. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen da, wenn es gefallen hat. Bleibt gesund. Mir gewogen. Bis zum nächsten Mal.